Willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Galaxy. Wir kriegen wieder One-Ups. Ja, holen wir uns mal One-Ups. Und jetzt werde ich schon fast dazu genötigt, einfach jetzt die andere Challenge-Galaxie zu nehmen. Was ist hier oben auf der anderen Seite? Nichts. Okay. Ich meine, Challenge surfen. Da habe ich mich ja blamiert. Wie man ein Surfer wird. Also ich habe da so gemischte Gefühle. Das mit dem Challenge-Ball fand ich grütze. Das mit dieser Challenge-Blase fand ich wirklich ein sehr gutes Level. Unerwartet, aber in der Tat so. Und jetzt kommen wir zu Challenge Surfen. So. Wir sagen 3 Minuten. Also es war auch beim anderen so gewesen, man soll... Achso, A drücken. Also es stand 3 Minuten. Warum reden wir jetzt hier von 1 Minute 30? Gott. Okay, der Pfad ist wirklich ziemlich schmal. Oh Gott! Aber jetzt aufpassen. Jetzt nicht runterfallen. Also was sind jetzt 3 Minuten oder 1 Minute 30? Ich bin absolut verwirrt. Das, was ich auch noch nicht so ganz verstehe, ist, warum war jetzt dann nochmal so ein Sternenring? Etwa, ich würde erst einfach mal vielleicht Poppen für nochmal machen. Naja. Aber fühlt sich gut an, das ein First Try geschafft zu haben. Man darf einfach nicht hetzen. Ich glaube, das ist schon die ganze Magie. Also. Ich kann mich immer und immer und immer wieder nur wiederholen. Dafür, dass das hier kein 100% schon geplant war, ist das bisher alles ziemlich 100%ig, wenn das überhaupt ein Wort ist. Auch da gibt es einen schnelleren Weg hoch. Das ist überhaupt ganz oben. Da ist was ganz oben. Auch selbst wenn da der Maschinenraum ist. Nee, scheint noch nicht relevant zu sein. Das aber nur, wenn man nach unten will. Wo man auch einfach runterspringen kann. Nein. Kein Backflip. Oh Gott. Und das sie beschaffen, wenn man cool sein will. Oh Gott. Ja, jetzt stelle ich mich aber an.
jetzt mal nicht einen auf cool macht, sondern einfach nur ganz normal reingehen. Wir haben die Basis an der Front entdeckt. Bleibt zu hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Und machen wir erstmal das hier. Shell High Galaxy. Der Stern und die Skeletthaie. Ich finde es auch schön, wie diese fünfte Welt eigentlich komplett optional ist. Ich meine, ich kann schon jetzt zu Peach, wenn ich wollen würde. Panzer. Okay, erster Hit für beide. Jetzt kommen hier so Zielsuchtorpedos. Schon einige von Peach erhalten. Okay, zweiter Hit. Machen wir mal noch die Ehrenrunde. Oh Gott, das wie Scham. Halt nicht. Was war daneben? An diesem Mist vorbei. Die Blase will ich haben. Ja, schön. Genau in dem Moment wollte ich unironisch den Panzer schmeißen. Und dann macht ihr Nunchuck-Probleme. Danke, dass ich nicht sehen durfte. Als ob das kein Treffer war. Weg. Boah, die Kamera ist teilweise echt beschissen, also ich mag die Unterwasser-Level nicht. Ich schüttle! Aber es passiert nichts. Jetzt nicht da rein. Also in der Wasserschlange ist echt schrecklich. Jetzt finde ich den Fisch nicht. Ah, hier. Ja.
den Support jetzt auch nicht mehr zu nehmen. Habe ich es geschafft? Jo, das sieht gut aus. Erstmal den Stern finden. Das nehme ich mir noch mit. Da. Oh Gott, ey. Wassersteuerung. Dankeschön. Also, hätten wir das auch schon mal. Ein weiteres Unterwasserlevel. Um dass ich mir keinen Kopf machen muss, verbuche ich als einen Erfolg. Herbstwaldgalaxie. Erinnert mich an die zweite Welt. Jetzt einfach nur, ist das jetzt einfach nur recolored? Das wäre schon ziemlich hart lame. Ernsthaft, das ist dasselbe nochmal! Steuerung C, Steuerung V. Ich gehe gerade nicht. Ich höre bei allem, Mario macht sich gerade selbstständig. Okay, jetzt funktioniert der Joystick wieder. Wir Hasen suchen nach den blauen Sternchips, aber finden keine. Da bin ich schon Nummer 1. Ich schaffe mal so einen Backflip hoch. Jo. Weiß nicht, ob das so gedacht war, aber ich hab's jetzt so. Und da wissen wir, wie man es eigentlich hätte machen sollen. Achtung! Wäre man auch dran gekommen. Wo sind die Sternchips hier? Dein Ernst? Dein Ernst? Den kannst du riechen. Wie riecht denn so ein Sternchip? Was haben wir denn hier? Also. Ich habe mich noch nicht umgeguckt, was jetzt in dieser Richtung ist. Auch garantiert.
Gegner zu besiegen, weil das jetzt worth it. Kann gar keinen vernünftigen. Ja, wie heißt denn nochmal? Auf jeden Fall dieser Sprung mit dem Ducken, dass man dann höher springt. Darf die Kamera nicht drehen? Okay, ist nix. Das Gebiet hier muss auch irgendeinen Sinn ergeben. Was haben wir denn hier? Okay. Irgendwas. Oh. Und ich fall durch. Sie fragen, wo könnte nur das fünfte sein? Wo war ich denn noch nicht? Ist auch echt sehr beschissen mit der Kamera. Ich darf mich nicht umgucken. Ihr hört das Geräusch. Das heißt, umgucken verboten. Macht es natürlich nicht sonderlich einfacher. Die Hasen von dem Planeten kommen zum Besuch hierher. Ist hier irgendwas? Ach, nee, jetzt scheinen nur Münzen zu sein. Ja. Was haben wir denn hier? Das ist unser alternativer Weg, hier hoch zu gelangen. Okay. Was haben wir hier? Wir sind Fang den Hasen Spaß. Ich hab verloren, dafür gebe ich dir diesen Stern. Im nächsten wird das aber anders laufen, weil man sieht ja schon, die Hasen werden immer langsamer und langsamer. Ich meine, hat sich schon gefühlt, als ob der Hase zuerst die ganze Zeit nur rumgerannt ist. So nach dem Motto No Chance und dann hat er mittendrin einfach aufgegeben. Naja. Dann ist das hier der 69. Stern. Mit dieser wunderschönen Zahl beenden wir den Part. Dann sage ich an der Stelle, ciao Leute.
Wie schmeckt